Du, heute Abend erst Hugos, dann wahrscheinlich Einser. Terrasseneröffnung, bist dabei. Die Obersocializer, da kommst du daher, ist da ein Luxusjachtenbauer, dabei schachern's mittelschlechte Immobilien umeinander. Du, du musst da mal eine verkaufen und nicht bloß von Café zu Café fahren und Strafzettel sammeln. Du, einen auf Hochadel mach, aber dann mit dem Ellbogen am Tisch die Pizza Tartuffo fressen. Und im Segeloutfit die Manschettenknöpfe und 8 Kilo Wettgel in die Haare fahren's dann jeden Abend zum anderen Schickeria-Highlight. Ins Hugo oder ins Cavos oder gleich ins Einser. Hauptsache der Porsche steht im Halteverbot. Du, heute Abend Hugos, danach wahrscheinlich Einser. Und da trifft er dann seine Spätzeln, verstehst? Keiner hat einen Cent, aber irgendein Deppen findet schon wieder, der Flascherl zahlt. Ich kenn da so einen Investor aus Frankfurt, der hat noch ein Flascherl drin. Weißt, was du bist? Du bist die männliche Jenny Elvers. Du warst nix, du bist nix und du wirst nie jemand sein. Ey, wart, lass mir schenken, dazu eine Glasl hier. Da kannst du noch so viel Porsche leasen. Scheiße, der gute Shampoos. Und der Geschäftelhöhepunkt sind wieder die 14 Tag Wiesen, weil irgendwen kennen schon, wo sie sich wieder an den Tisch dazu quetschen können. Na du, wir sitzen beim Magnum. Ja, weißt du schon, der eine Flasche nach dem anderen bestellt. Aber Gott sei Dank gibt's einen Käfer noch, weil ohne Hippodrom warten sie jetzt heimatlos. Wobei, das Neue, das wird genau der gleiche Schmarrn sein. Na du, ich hab Schnupfen. Ja, die Krankheit, die kennen wir schon. Die kommt dir noch teurer als dein Porsche, du Trottel. Ist ja nichts passiert. Der Günther sagt immer, du kriegst zwar den Bauern aus dem Einser, aber das Einser nicht aus dem Bauern.